Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt ist der schwerste und heftigste Block. 600 Aufträge hier. Komm, weil wir so schön sind, machen wir den Auftrag von den Hunden hier. Dann haben wir das Hauptgebäude fertig, haben wir ein bisschen längeren Part. Evakuierung im Panzer. In der Zeit wird es nachts immer so windig und regnerisch. Bitte bring mir irgendwas, worunter ich mich verstecken kann. Okay. Machbar. Erreicht das Ziel in einem knochentrockenen Panzer. Oh. Hauptsache erstmal alle Skiffen werden fast eingequetscht. Was zum Geier? Wow. Okay, ich sehe, warum das ein bisschen heftiger bewertet wird. Von dem Spiel selbst. Wow. Schnell, 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 schnell. Yikes. Das ist ja komplett gemeingefährlich, das Ding hier. Ich habe irgendwas schießen gehört. Ach du Schande. Oha. Okay. Au. Autschi, autsch. Ich habe mein Bein angehauen. Mein Knie irgendwo. Volles gemeine Level. Ich hatte schon mal so ein Level von einem... ich glaube von Liz war das. Und das war dann so von wegen, hey, wenn du schnell genug bist, bist du mir eingequetscht. Haha. Und ich so, danke. Voll nett. Nicht. Hier ist es ähnlich, nur hier ist es gruseliger. Und giftig. Vor allem hier die weißen Haie aus dem Raketenreich. Oh mein Gott, schnell. Ugh. Kann ich gar nicht messen. Dass das hier ein offizielles Nintendo-Level ist, ist ziemlich fies. Ehrlich. Ist voll gemein. Nein, 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 nein. Da war ich greedy. Da war ich sowas von greedy. Nein, das ist doch ein Witz. Ich will alle Münzen haben. Hör mal, Brüderchen, wenn du es nicht schaffst, dann verwende doch mal ein paar Hilfselemente. Hilfselemente? Ich kann mir Blöcke setzen und so einen Scheiß? Oder Sachen wegradieren? Nein. Wozu? Wozu würde man sowas machen und brauchen? Das heißt, was brauchen als Hilfselement wäre vielleicht einen zweiten Durchgang. Also weniger Sachen, die da rumsitzen. Okay. Lauf, 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 Mario. Rüber, rüber, rüber. Da kommen die Raketen. Die erste muss ich drauf springen, die zweite weiche ich aus. Und die dritte springe ich drüber. Okay, soweit so gut. Gott, was ist dieses Level einfach? Lass mich da rum, lass mich da rum, lass mich da rum. Das schaffe ich nicht. Das ist nicht möglich zu schaffen. Diese 10 Münzen sind einfach nur voll die Fass... Voll der Fake. Da komme ich nicht dran vorbei. Scheiße, Dreck. Runter, 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 runter. Voll fies. Aber die hier vorne nehme ich auf jeden Fall mit. Ich meine, man hat beim Yoshi-Spiel schon gemerkt, dass sie ein bisschen einen etwas merkwürdigen Geschmack haben, wenn es um gruselige Level geht. Aber das hier, ja, das ist auch so auf dem Bereich von, hey, wir bauen Horror-Clowns ein, yay. Ne, ich werde da nicht drauf reingehen. Diesmal nicht. Oh mein Gott, das ist knapp gemessen.
kommt dann noch. Und Stampfer, schon wieder einer. Der Pirat, der kommt genau jetzt raus. Ja, da ist er. Da sind 30 Münzen. Ich nehme die mal nicht mit. Das ist für mich nicht wert. Da reinzugehen, zurück und dann zu sterben. Ich sehe aber das Ziel hier vorne vor mir. Gemeines Level. Ziemlich viel, wo man sterben kann. Allein muss eingequetscht werden. Oh. Ganz schön großes Ding. Ah, das Hauptgebäude ist fertig. Yay. Ja, sehr schick. Oh, Himmel. Und zufrieden? Wow, ich habe noch einen Auftrag für dich. Wirklich? Die Kettenhunde sind los. Ach, komm, mach mal auch noch. Komm, was soll's. Mein üblicher Weg zum Gasse gehen ist voller Kettenhunde. Bitte zeig mir, wie man da durchkommt, ohne zu springen. Erreicht das Ziel, ohne den Boden zu berühren? Ui. Ich darf den Boden nicht berühren, nachdem ich ihn losgelassen habe. Lass mich raten, da sind so viele Kettenhunde, ich kann nur Spinjumpen. Das wird schlimm. Oder ich darf gar nicht erspringen. Ich darf gar nicht erspringen. Oh, Backe. Oh, Backe. Oh. Ich muss also immer abwarten, bis sie da ankommen. Außer bei dem, da kann ich es gleich machen. Ah, wirklich? Der Pendeleffekt. Der hat mich im Pendel erwischt. So ein Sackgesicht. Wirklich? Come on. Nein. Auch wenn Cape mega nice wäre. Aber nein. Okay, wir warten aufs Pendel. Uiuiui, der schwingt ganz schnell hin und her. Wow. Ach nein. Schlangenblöcke. Naja, super. Merken, ich darf nicht springen, okay? Oha. Okay, soweit so gut, soweit so gut. Oh, das ist eine Falle. Dankeschön. Warten, warten, warten. Eier zu erwarten und. Rache! Theoretisch hätte ich ans Ziel ranspringen können. Nochmal 10 Bonusmünzen holen. Nee. Passt auch so. Gut, das Reset-Kleid. Ja, toll. Gebirges neue Kleider. Ha! Zufrieden? Er ist zufrieden. Er ist zufrieden, ich bin zufrieden. Naja, nicht ganz. Ich will diese Blöcke wegkriegen. Ich will Münzen haben, ich will das haben. Ich will alles haben. So, genug auf die Folter gespannt. Was ist in der Röhre drin? Finden wir es raus. In Super Mario Maker 2 Story Modus. Oh. Blöcke. Oh. Wer bist denn du? Hi, wer bist denn du? Mauritius? Oh je. Tagchen, Zeit für einen kleinen Auftrag? Du wirst es nicht bereuen. Schaffe, schaffe. Ausrufezeichen, Block baue. Ah. Jetzt nicht mauern, falls du es dir nochmal anders überlegst. Vorarbeiter weiß auch über meinen Auftrag Bescheid. Okay. Aber ich bin gerade verwirrt. Laufender Block? Ja gut, laufendes Radiergummi, laufender Hund. Der komisch aussieht. Aber wie sieht es denn aus mit unseren Dingens hier?
Schloss. Wir können auch mehr bauen, oder nicht? Das erste Obergeschoss steht. Das Hauptgebäude steht. Jetzt kommt man durchs Tor nach oben. Wie gut das alles aussieht. Mein eigenes Talent macht mir Angst. Wow. Dann weiter. Keine Müdigkeit vorschützen. Okay. Im Moment können wir keine neuen Arbeiten anfangen. Okay. Aber es kann nicht schaden, weitere Aufträge zu erledigen. Oder du sprichst mal mit den Bauarbeitern. Das motiviert sie, wie ganz sicher. Moment mal. Alle drei Bauarbeiter liegen auf der faulen Haut. Streik, Meuterei, Sabotage. Oh oh. Wenn die mal pissig aussieht, dann ist sie pissig. Wow. Leute, was los? Von hier noch zum Ausflug zu gelangen, bräuchten wir einen Ausrufezeichen-Block. Aber kannst du von der Bauleiterin ein Geheimnis bewahren? Na klar. Dann hör mal zu. Der verlorene Tod. Der lila Tod, der die Ausrufezeichenblöcke anfällt, ist noch nicht hier. Ich fürchte fast, die Bauleiterin hat sich mit der Luftgaleeren. Mit dem Luftgaleeren Zeitplan vertan. Also bitte such den lila Tod und bring ihn zu uns. Okay. Das ist kein Thema. Finden wir ihn. Den verlorenen Tod. Erreiche jetzt hier mit einem Tod. Ich glaube, sowas kann man nicht bauen. Das ist kein Tod. Ich glaube, sowas kann man nicht direkt nachbauen im Spiel. Was schade ist. Ach, da ist der Tod. Hi, Tod. Das sind Mechaniken. Die gab es nur in... Naja, im richtigen Teil. Also im richtigen Spiel. Gibt es auch einen Pilz für dich? Nö. Achtung. Alle nach oben. Gut. Wow. Wow. Was schießen die so bescheuert? Tod. Na gut, man kann die retten. Ist doch mal was. Ich kann verstehen, wenn man zu spät kommt, wenn man unter Beschuss ist. Das macht komplett Sinn. Ja. Ich habe den Tod gerettet. Das sollten die auch nochmal einfügen, per DLC zum Beispiel. Hi. Ah. Wie bist du jetzt rübergekommen, ohne den Block zu aktivieren? Ah, er verschwindet automatisch. Und? Zufrieden? Denn der Tod hat Ausrufezeichenblöcke für uns angefertigt. Die Bauleiterin hatte ihn wohl tatsächlich auf die falsche Luftgaleere beordert. Manchmal habe ich das Gefühl, es würde besser laufen, wenn man uns nicht die ganze Zeit von oben hereinreden würde. Aber verrate bloß niemanden, dass ich das gesagt habe. Dann werde ich mich wohl an weiter um die Ausflüge kümmern. Sprich mit der Bauleiterin. Okay. Wenn wir sofort annehmen, dass wir es machen können. Na klar. Dann werden wir genug Münzen haben. Ich glaube nämlich nicht. 1100. Wow. 1100. Übel. Das ist eine große Menge. Machen wir sie alle mal fertig hier. Hey, grüner Tod. Na mal zu, Mario. Die Bauleiterin hat mir lackiertes Wolke abgenommen. Angeblich ein Verstoß gegen Sicherheitsvorschriften. Pfe, aber ich sollte wohl nicht so laut sprechen. Bevor sie noch etwas mitbekommt, flüstere ich es dir besser ins Ohr. Himmlisches Arbeiten. Und lackiertes Wolke komme ich nicht zum Westflügel. Aber die Bauleiterin will nicht einfach hin, will es einfach nicht einsehen. Könntest du mir nicht eine neue besorgen? Ich verspreche auch, ich bin ganz vorsichtig damit. Vielen Dank, ich verlasse mich auf dich. Okay. Das wird voll in die Hose gehen. Erreiche das Ziel auf Lakitos Wolke. Okay, okay, okay. Okay, okay. Ah. Ich sehe schon. Ist ja ganz schön kleine Zeitlimit. Oh, Münze. Okay, das Summit Limit ist aber wirklich ein bisschen sehr angepasst auf die Wolke. Oh.
Okay. Ah, zu weit. Viel zu weit gefahren. Mist. Nein, Luigi, hau ab. Hau ab, Luigi. Keiner braucht dich in dem Moment hier. Mist. Mistverdammter. Die rutscht immer so ein Ministück. Ah, das ist ja grausam. Ich will es mal 100% schaffen. Komm schon. Ah. 100% müssen drin sein. Ich habe nach oben gezielt. Der fährt nach rechts weiter. Wow. Ich werde nicht drauf gehen. Verspreche. Das wäre sowas von ein Clip auf Twitch gewesen. Nein! Das ist meine Arbeit. Ich bin nur kein guter Lakito-Wolkenflieger. Das ist alles. Ach, scheiß mir ganze Münzen weg. Die ganze Arbeit für nichts. Ach, komm schon. Das gibt's doch nicht. Warum ist so ein Problem mit dieser verkackten Wolke? Wow. Ich verstehe schon, warum ich so ein Problem habe. Die hat so ein kleines Element, das ich flieg mal ein Stück weiter. Und ich rutsche sehr. Deswegen mag Luigi diese Wolke so sehr. Die rutschen wie Sau, genau wie er. Ekelhaft. Ja, bald ein Almosen. Wenn es dir hilft. So, zufrieden? Oh, die Wolke ist zufrieden, wenn es macht. Cool. Danke für die neue Wolke, Mario. Und glaub mir, da kann gar nichts passieren. Wenn ich irgendwann mal Bauleiter werde, dann kriegt jeder so eine Wolke. Und einen Superhammer. Und einen Brenner. Und, sag bitte nichts davon der Bauleiterin. Ich werde weiter hier auf dem Westflügel arbeiten. Aber erst, wenn die Bauleiterin den Startschuss gibt. In Ordnung muss sein. Ja. Ordnung muss sein. So. Und der rote Tod. Mario, könnte ich dich mal kurz sprechen? Klar. Aber sag davon nichts der Bauleiterin. Steinschlepperei. Die Bauleiterin muss sich wohl verrechnet haben. Es ist kein Steinquader für die Treppe mehr übrig. Und wie ich sie kenne, wird es unbedingt ein Steinquader aus der Wüste sein müssen. Könntest du mit Hilfe von B einen herschleppen? Aber heb dir keinen Bruch, die Dinger sind schwer. Ein Steinquader? Was? Okay. Noch nichts davon gehört. Oh. Oh ja, man kann kaum springen. Alter. Sag mir bitte nicht, ich hab den jetzt da irgendwo blöde eingequetscht. Ah gut, hab ihn. Krass, der Hintergrund wackelt sogar, wenn er runterfallen lässt. Krass. Ich sag voraus, es wird bestimmt irgendjemanden geben, der meint, hey, wir machen mal einen Story-Modus-Speedrun. Es wird solche Leute geben. Und es wird absolut komplett irrsinnig nicht werden, wo die hier durchrennen und die diesen Block die ganze Zeit rumwerfen. Bis das Ding gebaut ist. Oh, wow. Diese Tornados sind doch krass übel. Na super. Komm her, Wolke. Komm, du kommst, kommst du, kommst du, kommst du her.
Tornado, ich brauche dich. Ganz hier drüben, auf ja, auf jeden Fall. Und dann krieg ich eine Provision, weil ich dich hier im Weg stehen habe. Danke, Block. Mario, du sollst mit dem Ding ins Ziel kommen und nicht es fallen lassen und dann sagen nein. Hans-Peter, du. Haha. Gut. Schöne Aussichtsplattform. Was aber nur drauf muss.